Ja, also wir brauchen kein Intro oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich frage einfach direkt von Anfang an, was war das für ein Wochenende? Also Heimspiel, Heimsieg. Ja. Heimspiel, Heimsieg. Wie würdest du diesen Tag einkategorisieren? Boah. Also schon einer der schönsten Erlebnisse der letzten Jahre. Das war schon geil. So zu Hause vom eigenen Publikum und dann noch eine solide Leistung gezeigt zu haben. Und Dazu kommen wir gleich, aber erzähl ja. erstmal vielleicht über die Eindrücke. Wie hat es sich Also, überhaupt also quasi angefühlt, so zu wissen, 15.000 Menschen sind da und der Großteil davon für dich? ja, ich habe mich viel auch, sage ich mal, mit mir selber beschäftigt, mit Hilfe auch von der Katharina Zollinger. Hm. Liebe Grüße an dich, Dankeschön. Sie hat mir viel geholfen im, ja, die letzten Monate eigentlich schon. Ich bin gut mit dem Druck umgegangen, sagen wir es mal so. Der Druck hat mich beflügelt. Der hat mich nicht gedrückt. Ich habe keine Last auf den Schultern gehabt. Ich habe mir einfach wirklich die ganze Zeit, wie oft habe ich es dir gesagt, ich fühle mich gut und Ja, genau. weißt du, zufrieden, happy. Auch zu meiner Frau habe ich das immer wieder gesagt in der Vorbereitung. Und weil ich mit mir im Reinen war, in der Balance, ich hatte die Balance, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das habe ich gespürt, gemerkt. Ich war frei und habe mich einfach gefreut, in den Ring zu gehen wieder, zu kämpfen. Weil die Pause, die hat mir richtig gut getan. Das hat mich mal wirklich mal komplett abgeschaltet. Und ich war die ganze, auch im Weightcut in der Woche, ich hatte die ganze Zeit Energie. Du hast mich gesehen, ich bin die ganze Zeit Schattenboxen Ja, durch die Gegend gelaufen. ja, Auch am Kampf, na, am Weightcut, weißt du. ja. Ich war die ganze Zeit gut fokussiert, war mit dem Kopf da. Die Arbeit war erst dann zu Ende. Nicht, wo der Weightcut gestartet hat, wie für viele, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich Vorbereitung durch, harte Woche, weißt du, harte, ja, Wochen. Und dann ab Weightcut sind die mit dem Kopf schon eigentlich schon draußen. Und so also ging es mir auch. Jetzt aber nicht, weil der Job ist erst dann erledigt, wenn meine Hände nach oben gerissen werden, dann samstags. Ja. Dann ist der Job erledigt. Dann kannst du abschalten. Dann hast du es dir verdient abzuschalten. Aber bis dato gilt voller Fokus. Und deswegen auch wenig Internet, kein Instagram die letzten 3, 4 Wochen. Nur das Nötigste, was ich teilen musste, habe ich geteilt. Aber habe relativ wenig Fragen oder bis zu gar keine Fragen beantwortet. Und ja, YouTube, wir haben auch nicht so viel gedreht Ja, gehabt. Und stimmt. ja, deswegen, ich bin in erster Linie bin ich immer noch Kämpfer. Das andere ist alles nebenbei, mache ich auch gern für euch, gar kein Problem. Aber wie gesagt, in Zukunft werden wir auch so das Verfahren fahren. Was war dein Gameplan für diesen Fight? Also wie wolltest du diesen Fight angehen gegen Pukacz? Auch zu wissen, dass du schon mal gegen ihn gekämpft hast, schon mal mit ihm da drinnen warst, wie der Kampf davor ausgegangen ist. Wie wolltest du an diesen Kampf rangehen? Erstens muss ich ja dazu sagen, wir uns auf 3 Runden vorbereitet haben. Unser Gameplan war jetzt schon auch ringen, aber nicht zu viel. Ich habe es eigentlich auch über die 5 Runden auch genauso gemacht. Ihn einfach ein bisschen mehr müde zu machen, ihn nochmal zu brechen und ihn nicht kommen zu lassen. Und das war unser Plan und der ging dann schon auf, sage ich mal. Nur habe ich es halt ein bisschen, zum Beispiel im Clinch, habe ich ein bisschen länger geclincht, weil ich hatte ja 5 mal 5 Minuten Zeit. Ich stand das erste Mal 5 Runden im Cage und da wollte ich nicht nach 3 Runden schon alles Genau, ausgepfeffert haben ja. und weiß nicht, wie ich dann vierte und fünfte Runde reagiere. Und ja, wie gesagt, habe schlau und clever gekämpft und es war ein wichtiger Sieg für mich. Für mich persönlich habe ich mich in allen Bereichen verbessert. Was hast du von ihm erwartet, was nicht kam, oder was ist von ihm gekommen, was du nicht erwartet hast? Ich hätte erwartet, dass er doch ein bisschen mehr Druck machen wird, hätte ich gedacht. Ein bisschen aggressiver kommt, hätte ich gedacht. Dass er konditionell gut aufgestellt wird, war mir klar. Da ich ja nicht davon ausgegangen bin, dass es 5 Runden geht, habe ich mir schon gedacht, dass er auf jeden Fall gegen mich, weil er weiß, dass ich topfit bin, in Kampf reinkommen werde und dass er sich da auch konditionell, sage ich mal, ein bisschen besser vorbereitet hat wie auf andere Kämpfe. Und genau so wollte ich es auch haben, dass ich gegen den stärksten Robert Pukacz kämpfe und dann auch gewonnen haben. Ja. Damals, nach unserem ersten Kampf, waren ein paar Dinge bei ihm halt irgendwie, haben nicht so geklappt, wie er es sich vorgestellt hat, also wie es sein sollte, privat, glaube ich.
hatte irgendwie Probleme auch mit seinen Trainern. Damals habe ich ihn schon gebrochen gehabt, das war mir klar, weil ich, das kann er nicht ausblenden aus dem Kopf. Ich habe ihn schon mal gehabt, ja, und dazu habe ich ihn oder versucht wiederzubringen. Er hat sich diesmal gut dagegen gestellt, gut, hat er gut gemacht, auch vom Kopf her, er war immer da. Aber ich meine, so vor dem Kampf, wo wir uns das erste Mal auf dem Face-Off getroffen haben, war er ein bisschen unsicher. Aber im Kampf jetzt war er schon da, ja, sag ich mal. Hat sich seine Stimmung, würdest du sagen, von Runde zu Runde verändert? Oder meinst du, er war tatsächlich fokussiert, locker, irgendwie dann doch nicht eingeschüchtert? Ich denke, er war schon ein bisschen ein Stück eingeschüchtert. Ja, schon, weil er hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir so viel ringen, ja, oder so aufs Ringen gehen. Habe ihn somit verwirrt und konnte mich, sag ich mal, dann mit den Takedowns als Finte nutzen und ja. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ganz zufrieden kann man nie sein. Es gibt immer was zu meckern, zum Verbessern. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden mit meiner Leistung. War scharf, war klar, war fokussiert. Weight Cut sehr gut gemacht. Schon wirklich 2-3 Kilo leichter gewesen als sonst. Und das habe ich dann auch gemerkt, weil ich war wirklich die ganze Zeit mit Energie da und ja, so. Nächstes Mal wird es noch besser werden. Jetzt habe ich noch eine Woche frei. Dann steige ich wieder ins Training ein und eventuell muss ich mal gucken, muss ich dich auch mal fragen, ob du da mitkommen kannst oder nicht. Wollte ich eine Woche in das Shaolin-Kloster gehen bei Kaiserslautern. Ich dachte schon, das hat jetzt wieder mit einem 15-Stunden-Flug zu tun. Nee. Okay, cool. Ja, und da wollte ich eventuell eine Woche hingehen. Cool. Weil das hat mich schon immer fasziniert. Der Sensei von dort. Mhm. Den kenne ich schon länger, nicht erst seit jetzt, seit er mein Online so im Internet so bekannt ist. Wollte unbedingt da mal hin, aber hat die Zeit leider nicht zugelassen. Mhm. Aber jetzt würde ich mir eine Woche nehmen und da gerne mal vorbeischauen. Und eine Woche mal wirklich so als Shaolin leben, so ein bisschen in die Richtung, auch trainieren, vor allem die Weisheiten der Shaolins. Ja, und so die Routinen, was sie so haben. Ich weiß nicht, ich glaube, wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei, aber ich glaube, da passiert was ganz Besonderes, was jetzt angekündigt wurde, was du auch selber im Octagon angekündigt hast. Und zwar der 12.10.24. Jawohl. Ja, erzähl uns mal, wie kam es dazu? Wie lange ist es schon in Planung? Ja, ursprünglich hätten wir ja Christian gegen Christian in Köln schon kämpfen sollen. Da habe ich mich ja verletzt, dann stand noch kein Datum fest. Seit ein paar Wochen steht das Datum, 12. Oktober, Fußballstadion in Frankfurt. Da kämpft der Christian erst am 4.5., glaube ich, in Frankfurt gegen den ehemaligen Gegner von mir, gegen den Brosch. Da habe ich ja den Kampf laut Punktrichter verloren. Und das war damals auch, das ging auch durch die ganzen Medien als Fehlentscheidung. Und macht euch selber ein Bild, der Junge, der Miro, der sah aus nach dem Kampf, wie wenn er vom LKW überfahren worden ist. Und ich hatte nicht mal einen Kratzer, wirklich. Und er hat den Kampf gewonnen. Mhm. Und deswegen, es ist schwarz auf weiß, ich kann es nicht ändern. Das sind Fakten, also beschäftige ich mich gar nicht mehr mit dem Thema. Mhm. Das habe ich abgeschlossen, das ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich schaue nach vorne und ja, jetzt kämpfen die beide gegeneinander. Ich gehe mal davon aus, dass Christian den Kampf machen würde. Und dann sehen wir uns am 12. Oktober. Wenn es heißt Frankfurt gegen Stuttgart. Ja, ich bin der Christian und der andere ist der andere Christian. Ja, hä? Ja, welche Christian gibt's? Jawohl. Du wirst ja jetzt bis dahin keinen Kampf mehr haben. Ja. Das sind ja ein paar Monate jetzt bis zum nächsten Kampf, bis zur nächsten Vorbereitung. Wie willst du das angehen? Willst du auch mal ins Ausland oder willst du alles ganz also normal wie hier machen? Nee, wir haben schon geplant, dass wir 1, 2, vielleicht 3 Trainingslager davor machen. Mhm. Und genau, und als aber uns die letzten 6 Wochen uns zu Hause vorbereiten, wie immer. Aber davor werde ich dann schon ein bisschen reisen. Und das war letztes Mal gut. Ja. Hatte ich auch, vom letzten Kampf waren es jetzt, glaube ich, 6 Monate. Jetzt sind es 7 Monate. Und man hat, und ich spüre es auch selber, dass ich mich in jedem Bereich verbessert habe. Das werde ich auch dann in den nächsten Wochen, Monaten machen. Für meinen nächsten Kampf werde ich mich dann auch nochmal in allen Bereichen, wenn es gut läuft, verbessert haben. Noch kurz die Frage, meinst du, ist die größte Herausforderung, der du dich hier gestellt hast? Das ist die nächste Herausforderung, ganz einfach. Menschen, ein Gegner wie jeder andere auch. Letzte Frage, es läuft ja gerade aktuell sehr, sehr viel parallel bei dir. Also deine Doku wurde jetzt gemacht beim SWR,
Es wird erstmalig in sehr vielen verschiedenen regionalen, aber auch überregionalen Zeitungen über dich berichtet. Ja. Das heißt, das ganze Thema Christian Jungwirth kommt gerade so ein bisschen auf, überall. Was macht das mit dir? Also wie gehst du damit um? Auch immer professioneller mit dem Ganzen. Ich werde auch immer besser vor der Kamera, auch vor Interviews, auch vor Live-Interviews nach dem Kampf. Wird alles besser und ich bin, ja, es gehört zum Job dazu. Habe mich, was das angeht, auch persönlich weiterentwickelt. Das freut mich auch sehr arg, sehr, sehr für mich. Gehört zum Job dazu, ganz einfach. Und damit musst du halt auch klarkommen. Also man merkt schon, wenn egal wo wir jetzt hingehen oder so, die Leute erkennen einen und ja, ist auch schön. Was machst du, also man hat es ja bei sehr vielen Menschen erlebt, die medial gewachsen sind, dass sie sich charakterlich verändert haben, dass sie sich das haben zu Kopf steigen lassen. Mhm. Wie gehst du selber damit um, dass das, oder beziehungsweise wie gehst du sicher, dass dir das nicht passiert? Warum sollte ich mich ändern? Gibt ja keinen Grund. Das ist, ich habe mich da im Griff, braucht es nicht. Ich brauche das oberflächlich nicht. Mhm. Ich bin einfach dankbar, dass ich meinen Traum leben darf, dass ich so eine tolle Familie habe, dass ich gesund bin, dass wir gesund sind, dass ich positive Menschen um mich herum habe und mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine teure Gucci-Sachen oder was weiß ich was. Nein, das ist alles oberflächlich. Deswegen, ich bin froh, dass es uns gut geht. Von wo wir gestartet haben zu jetzt, das ist schon, bin ich schon sehr, sehr dankbar.